52% der MuseTalk-Zuschauer wollten auf keinen Fall weitere iPad-Software sehen. Allerdings gab es auch 30%, die gesagt haben, wir wollen alles sehen. 5% hatten Interesse an einem Test der AC7-Software. Und das werden wir heute auch machen und schauen, ob diese Software tatsächlich eine richtige Mackie-Controller ersetzen kann. Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MuseTalk Angecheckt, dem Testmagazin für Musik, Soft und Hardware aus Berlin. Ich bin Ron Eric und heute geht es doch wieder mal ums iPad. Allerdings nicht als Sequencer, Loop Tool oder sonstiges, sondern als Ersatz für die Mackie Control zur Steuerung von Cubase und Co. Hier haben wir es, die Mackie Control im Original und das AC7 Pro Control Surface iPad App. Und man sieht schon sehr schön, das sieht schon richtig aus wie eine Mackie Control. Wir haben hier, wenn man genau hinschaut, eben die 8 Feder, auch aufgeteilt in 8 Bänke. Dann haben wir hier das Grub Wheel, das ist hier. Und das können wir umschalten, damit wir hier auch diese Zoom-Funktion haben. Und auch sonst ist das alles sehr, sehr ähnlich. Ich kann das hier sehr schön sehen, dass man hier eben Select ist hier unten. Dann haben wir aber sonst eben Solo, Mute und so weiter und den Rekordschalter, der hier ist, eben hier oben am iPad. Und was fehlt, das sieht man hier, das sind die V-Pods an der Mackie Control. Die habe ich hier auf der Software nicht. Das ist aber gar kein Problem, denn genau wie an der originalen Mackie Control gibt es den Flip-Switch. Dann werden die Funktionen, die hier oben auf den V-Pods liegen, auf die Feder gelegt. Und das geht natürlich auch mit der Software. So dass man alle die Funktionen, die hier oben, zum Beispiel Panning und nachher werden wir noch sehen, die EQs und so weiter, dann einfach über die Hauptfeder steuern kann. Ich habe extra Logic gewählt für den Vergleich zwischen iPad-Software und echter Mackie-Control, da eben die Mackie-Control optimal unter Logic eingebunden ist. Das liegt daran, dass die Mackie-Control ja original, also am Anfang, in Wirklichkeit eine Logic-Control war und erst später die Verwandlung in die MCU vollzogen worden ist. Das alles allerdings mit Logic zum Laufen zu bringen, war absolut grauenhaft. Es gibt keine richtige Dokumentation, wie man das Ganze hier an den Start bringen kann. Und dann gibt es auch noch so ein paar Lücken, denn was man noch zusätzlich braucht zur iPad-Software sind zwei Sachen. Und zwar einmal hier das DS-MIDI-Wi-Fi, mit dem MIDI quasi über eine Wi-Fi-Verbindung gestreamt werden kann. Und dann braucht man auch noch, damit hier auch die Tracknamen erscheinen auf der iPad-Applikation, eine Software, die nennt sich MIDI-Pipe. Das muss man sich allerdings alles separat aus dem Netz zusammensuchen. Und da die Dokumentation auch noch so grausam ist, habe ich wirklich, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, um das Ganze fehlerfrei zum Laufen zu bringen. Das finde ich inakzeptabel. Da muss unbedingt nachgebessert werden. Ich finde, das muss alles zusammen in einem Installationspaket angeboten werden und eine Bedienungsanleitung wäre auch noch schön gewesen. Ich habe ja das iPad und seine Multitouch-Bedienung über den grünen Klee gelobt, weil es in den meisten Applikationen wirklich super präzise zu steuern ist, sich unheimlich direkt anfühlt. Das ist leider hier in dieser Software nicht der Fall. Es wurde zwar in der Version 1.1 schon nachgebessert, aber immer noch fühlt sich das sehr indirekt an und man muss wirklich auch sehr präzise hier auf diese virtuellen Schalter drücken, damit das auch alles funktioniert. Denn es ist ja sowieso schon ein Nachteil, dass ich hier immer mehr oder weniger auf den Touchscreen schauen muss und jetzt muss ich nicht nur drauf schauen, sondern auch wirklich genau hinschauen, dass ich auch den Schalter erwische. Das ist eigentlich schade. Und außerdem ist die iPad-Applikation, die AC7-Software, ein echter Batteriefresser und saugt die Batterie relativ schnell leer. Es gibt aber auch noch Vorteile gegenüber der originalen Mackie Control. Muss man hier mal schauen. Ich habe hier kleine VU-Meter auf dem Display und hier die Signal-LEDs, um kontrollieren zu können, ob ein Track spielt. Jetzt gehen wir mal hier auf das iPad. Und da sehen wir, dass wir hier eigentlich wirklich schöne virtuelle VU-Meter haben.
und das ist auf jeden Fall schon mal besser als auf der Mackie Control. Auch was die Beschriftung angeht, hier haben wir die Tracknamen und so weiter. Auch das lässt sich meiner Meinung nach besser identifizieren als die Anzeige auf der Mackie Control selber. So, jetzt wollen wir zusammen mal das AC7 einsetzen, um zum Beispiel Automationskurven hier in Logic zu schreiben. So, dazu muss ich hier einfach mal einen Track auswählen. Nehmen wir mal den Bass. Jetzt kann ich hier umschalten und da reinzoomen. Man hört hier vielleicht dieses leichte Klicken, was mich allerdings ein bisschen stört. Jedes Mal, wenn man eine Funktion auf dem Pad auswählt, klickt es leicht. Hätte man sich auch sparen können, lässt sich auch irgendwie nicht abschalten oder leiser stellen. So, jetzt schalte ich Logic in Automation. Kann jetzt hier den Latch-Mode auswählen und los geht's.